Die Elbphilharmonie in Hamburg und das KKL hier in Luzern. Das sind zwei ganz besondere Konzerthäuser. Aber welches ist das Bessere? Diese Frage klären wir heute. Und damit herzlich willkommen im neuen Video. In diesem Jahr feiert die Elbphilharmonie in Hamburg bereits ihr 5-jähriges Jubiläum. Und fürs ZDF-Interview im Heute-Journal bin ich gefragt worden, ob ich glaube, dass diese Begeisterung für die Elfi wohl noch lange anhalten wird. Zum Beispiel das Bauhausmuseum in Weimar oder das neue Bauhausmuseum in Dessau zum Vergleich. Da gab es einen riesigen Hype zur Eröffnung und dann ist es in den Medien, dann will jeder hin. Und dann ist aber nach 1-2 Jahren flacht es ab. Und das ist eben bei der Elbphilharmonie nicht der Fall. Und ich glaube, dafür ist aber auch das Gebäude zu spektakulär. Es gibt aber ein Konzerthaus, das hat noch mehr Jahre auf dem Buckel, sieht aber aus, als wäre es gestern erst eingeweiht worden. 24 Jahre alt ist das KKL in Luzern. Und wie die Elfi lebt das KKL von seiner Lage direkt am Wasser, von seiner herausragenden Architektur und natürlich von seinem Konzertsaal der Spitzenklasse. Ich habe mir einige Kriterien überlegt, unter denen wir beide Konzerthäuser, das KKL und die Elfi, miteinander vergleichen. Denn im Vergleich, da zeigen sich die Vorteile und die Schwachstellen umso deutlicher. Erster Vergleichspunkt ist die Unverwechselbarkeit der Architektur, also der Wiedererkennungswert des Gebäudes. Einige wenige Gebäude erkennt man auf der ganzen Welt nach nur wenigen Strichen. Der Eiffelturm ist so ein Gebäude oder das Opernhaus von Sydney. Das KKL liegt zwar wunderschön am Vierwaldstätter See, aber auch ein bisschen versteckt. Wiedererkennen wird man diese Silhouette eher nicht. Ganz anders die Elbphilharmonie. Hier genügen ein paar Striche und jeder weiß, um welches Gebäude es geht. 1:0 für die Elfi also. Aber es geht ja weiter. Nächster Punkt ist das Raumerlebnis. Im KKL sitzt das Orchester ganz klassisch am Saalende und die Zuschauer in langen Reihen dahinter. Der Raum als Schuhschachtel. Ganz anders bei der Elfi. Hier sitzt das Orchester in der Mitte des Saals und das Publikum wie um eine Zirkusmanege drumherum. Dadurch entsteht ein ungeheures Raumerlebnis. Die Musik wird buchstäblich ins Zentrum gerückt. Und in den Ecken sind die Sitze zu kleinen, halbrunden Sofas geformt. 2:0 für die Elfi. Jetzt kommen wir zu dem Vergleichspunkt, der wichtigste ist für ein Konzerthaus, die Akustik. Denn darum geht es schließlich, um den perfekten Klang. Und für den haben sich beide Konzerthäuser unglaublich viel überlegt. Hier im KKL in Luzern haben wir solche Echokammern, die die Akustik verändern können und für jedes Konzert anpassen. Für den Klang ist die Schuhschachtel perfekt. Die Elfi dagegen hat eine sehr trockene Akustik und kaum Nachhall. Also was die Akustik angeht, da geht der Sieg oder dieser Punkt ganz klar ans KKL in Luzern. Hier ist es ein unglaublich warmer Klang und viel Nachhall für ein perfektes Musikerlebnis. Es steht 2:1. Aber einen Punkt haben wir noch. Die Aufenthaltsqualität für den Konzertbesucher. Die Elfi bietet mit ihrer Plaza und dem Blick über den Hafen ganz ohne Frage Beeindruckendes. Aber
Sie ist auch ziemlich verwinkelt, unübersichtlich, ein Haus der langen Wege und steilen Treppen. Das KKL dagegen ist großzügiger geplant, mit gleich mehreren Restaurants, schönen Bars und einer wundervollen Dachterrasse. Und der See reicht nicht nur an das Gebäude heran, er scheint sogar bis in die Foyers hineinzufließen. Ganz besondere Konzerthäuser sind sie beide in jedem Fall. Das KKL hier in Luzern und die Elbphilharmonie in Hamburg. Ein faires Unentschieden, würde ich sagen. Damit darf ich mich von Ihnen verabschieden. Vielen Dank, dass Sie bis zum Schluss zugeschaut haben. Machen Sie es gut. Ihr Johannes Rauser.